LOL! Digga! Boah, Tobi, so langsam wird's echt hart, ne? Ja. Oh! Bro! Wen hast du? Insane. Oh mein Gott! Ich habe heute was ganz, ganz Tolles für euch in Minecraft geplant, gemeinsam mit dem Tobi. Wir werden heute wieder gemeinsam auf den wunderschönen Community-Server gehen. Ihr Stream-Event. Punkt Revinzeit.tv, yeah. Wir haben auf jeden Fall heute was ganz Tolles für euch vorbereitet, meine Freunde. Kinders, wir haben nämlich hier eine riesige Goyle-Map. Ihr seid nämlich gleich alle im Adventure-Mode 2. Und ich dachte mir, dass es doch mal ganz geil wäre, wenn ich mit Tobi zusammen eine wunderbare Runde Hide and Seek spiele. Mit 100 Leuten. Ich muss euch alle hier suchen auf dieser riesigen Map, meine Freunde. Und jeder, der von mir gefunden wird, der wird einfach gebannt. Schmeckt hervorragend. Und am Ende gibt es einen Überlebenden. 100 Spieler, Hide and Seek. Ich bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt die Möglichkeit habe, alle zu finden. Es ist alles eingegrenzt, aber es ist riesig eingegrenzt. Ne? Alter. Also sehr, ja. sehr groß. Big brr. Wenn ihr extrem clever seid, macht ihr euch vielleicht sogar, ich sag's mal so, ihr habt noch ein bisschen Zeit, macht euch vielleicht mal einen Skin, der eventuell sich hier an Bäume oder sowas anpasst oder so. Just saying. Nicht, dass das ein cooles Thumbnail wäre. Nein. Aber es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten. Tobi, was glaubst du, wie lange wir brauchen? Ja. Soll ich, also das Ding ist, in den Flughafen, da kann man zwar reingehen, aber da ist natürlich nichts eingerichtet, siehst du ja gerade. Man kann ja in die Gates gehen und überall rein, in die Flugzeuge, in manche kann man auch reingehen. Alter. Also es wird absolut gestört. Digga, das ganze Rollfeld ist auch noch hier, Bro. What? Dann beim Bahnhof teleportieren wir uns einfach, oder? Wenn der auf den Server kommt, dann bannen wir den einfach direkt weg. Ich würde sagen, meine Freunde, die Whitelist ist auf in 3, 2, 1, kommt drauf. Ist voll. Oh mein Gott, es sind so viele Spieler dabei mit so Skins, guck mal. Wir sind 101 Spieler. 101 Spieler drauf, meine Freunde. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber wir haben es geschafft. 101 Spieler, die sich jetzt hier vorne befinden, in dieser wunderschönen Box. Vielleicht hört ihr auch euch gegenseitig zu töten, ihr Idioten. Die dürfen sich ja noch verstecken. Wenn ihr Fragen zum Community-Event habt, schreibt diesen Mann hier bitte auf Instagram. Der freut sich über jede Nachricht. Selber schuld, wenn du damit zu pushy bist. Perfekt. Leute, wir öffnen den Kasten. Tobi. Ich krieg gleich einen Anfall, ne? Hört auf zu connecten, sonst gibt's heute kein Community-Event, wallah. Community-Event, aber 3500 Leute versuchen es zu verhindern. Ihr habt ab jetzt 4 Minuten Zeit. 4 Minuten Zeit, bis 20 nach euch zu verstecken. 3, 2, 1 und läuft. Das wird an der Stelle eine ganz wilde Nummer. Ich glaube, dass sich die ersten Leute werden gar nicht das Problem sein. Es wird am Ende halt so 10, 15 Leute geben, die hier echt lange brauchen werden. 20 Minuten haben wir euch alle gefunden. Safe. 50 Spieler, Hide and Seek, ich bin dran, okay. Schutzgeld. Wow. Du bist an der Stelle schon raus. Digga, Leute, ihr müsst. Jacob slash Bun. Alle in den. Oh, Gearshot Bros, tut mir leid, du bist an der Stelle raus. 48 Spieler nur noch. Ich sehe hier noch einen, der sich hier gerade bewegt. Oder? Wow. Nein, das ist Scheiße, Alter. Das Problem ist, jetzt nämlich die ganzen Plebs, die nämlich rumlaufen, raus. Ja. Und jetzt wird's richtig eklig. Oh, ah ja, da hat jemanden. Nur Tryhards, ne? Natürlich sind das alles Tryhards, Alter. Junge, nie im Leben. Oh, großer Fehler, mein Freund. Entsneaken, niemals eine gute Idee. Das wird jetzt wirklich echt ein Pain in the Ass, diese ganzen Leute noch zu suchen. Wir haben Junge. Noch insgesamt 44 Spieler sind noch da. Oh, wen haben wir denn da? Du bist an der Stelle raus, Norre. Und den nächsten, ich bin gut. Lol, Dennis Dirk hat einen Punch gebraucht, dann war der down. Junge, wir haben ja insane viele Parkplätze. Hier ist safe jemand drin. Okay, hier ist keiner. Digga, ich... Oh, shit, Alter. Ja, eben, deswegen darf ich ja. Oh. Ah, ja. Oh, okay. Mein Gott. Hier Mann, wieso mache ich immer gleich TP? Ey, wir müssen uns echt eine Taktik überlegen, ne? Kalle, ab dafür. Warum? Oh, mein Gott. Was denn? Der hier. Ey, hier ist einer so versteckt. LOL. Digga. Mega, Maxi Bexi. Raus. Das ist aber meiner gewesen. Nein, war meiner. Okay, lass mal den Flughafen durchchecken. Jetzt wird's wirklich eklig. Oh, wen haben wir denn da? Narven, na? Epico, auf Wiedersehen. So vereinzelt findet man Leute. Oh, hier ist noch einer. Da Digga. Ist er ja. Immer wieder. Smart, aber die sieht man fast nicht, ne? Ja, ja. Bro, ich bin richtig gespannt, wo so Romeox und sowas campen, weißt du? Die werden so auf anders eklig irgendwo. Ich bann den jetzt einfach. Eigentlich machen wir es bis jetzt nicht schlecht. Wir haben bis jetzt schon 20 Leute haben wir schon weggebannt und die haben wir gefunden, ohne dass wir Game Mode 3 nutzen, weißt du? Ja, ja, ist gut. Ich habe jemanden gehört. Ich habe gerade einen Step gehört. Oh, oh. Oh! Nein, der hat hier so ein Labyrinth gebaut, Tobi. Bro, da finde ich doch Nein, 2 auf 1 Streich! Echt? Ja, ja, ja. Digga, der hat sich komplett schwarze Skin gemacht, Alter, der Typ. Hier, Tryhard. Also, Bro, wenn liegt, Alter. Digga, wenn du von außen guckst. Ja, ist ja insane. Der Schatten ist ja genauso. Insane, ja, ja. Man darf auch nicht vergessen, irgendwo hängt safe jemand in der Nähe vom Spawn noch. Weißt du, da, wo man am wenigsten suchen würde, haben die Leute sicherlich irgendwo versteckt. Hier in dem Parkhaus bestimmt noch. Boah, ich weiß, wo einer noch hängt, Tobi. Ich weiß es. Safe hier irgendwo, ne?
Und hops, mein Freund. Okay, krass. Hier ist auf jeden Fall clean. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Tobi, es sind noch 20 Leute, die wir finden müssen. Jetzt wird es nämlich richtig hart. Jetzt wird es ekelhaft, Alter. LKW auf, FBI open up. Kili, ich hab dich gefunden. Du bist nicht gesneakt. Enttäuschend. Der war auf jeden Fall in diesem Ekellabyrinth drin, wo ich eben... Labyrinth. Oh, oh. Was geht ab, Kollege? Wieder einer weg. Das ist Marvin in RP Real Nightmares. Marvin. Wen haben wir denn hier? Na? Lucifer Gaming. Und? Hops, Lucy's Gaming. Oh, Tobi, ich mach gute Catches hier, wirklich. Ey, Romeox und sowas, die sind wieder so tryhard eklig. Noch 18 Leute. Stabil. Also, ich sehe ja, dass ich eine Menge Leute hier auf dem Flughafen noch, ne? Oh, oh. Boah, Tobi, so langsam wird's echt hart, ne? Ja, ich bin ganz richtig focused. Oh mein Gott. Bro, such ihn. Hier irgendwo. Ich weiß, guck mal, flieg mein LKW hinten rein. Ich bin hinten reingeflogen. Guck mal, ich habe erstmal hier durchgeguckt. Ja, dachte ich mir so, ist keiner im LKW, ne? Ja. Ja, aber guck mal, man kann hier vorne... Ist hier ein extra Leiterding irgendwie. LOL! Und ich bin da nur reingekommen, weil ich von hinten von der Ladefläche hier raufgegangen bin. Da werden überall Leute drin hängen in diesen Dingern. Das ist so... Das sind wieder die gleichen Triads, die sonst auch immer da sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die das jetzt hier überleben. Tobi, ich finde keinen mehr, Real Talk. Ich find, jetzt ist gerade richtig hart, ja. Ich bin gerade richtige Durchstrecke, Mann, ehrlich. Hier ist ein Tunnel. Ich wusste es. Carrillo Fuentes. Ja, da habe ich davor einen weggebannt. Da habe ich davor einen gefunden. Die moven auch noch, die Schweinehunde, ne? Ja, ja. Richtige Tryhards. Die kleinen Gachbels. Ey, die Skin-Leute, das sind die größten Tryhards. In den Flugzeugen werden Leute irgendwo drin sein, das sage ich dir. Ey, Tobi, ich habe gerade keinen Clou, wo die sind, ne? Wir können auch umschalten, weil wir in die Flugzeuge gucken müssen jetzt dann. Das wird sonst... Oh, was? Was? Oh mein Gott. Guck ihn dir an! Digga! Hier oben reingehüpft. Bro, weg mit dir, Alter. Digga. Zu wild. Jetzt ist jetzt Zeit für Game of 3, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ein bisschen eklig. Jetzt auf jeden Fall schon mal bis zu der Wave geschafft. Das sind die jetzt überlebt haben, sind die krassen schon. Ey, wo... Digga, das ist doch nicht wahr. Es gibt, wie gesagt, große Flugzeuge, wo du reingucken kannst. Ey, die Frage ist halt, geht man jetzt mit System vor oder macht man einfach so randommäßig? Einfach durch. Genau. Ey, Tobi, wir sind draußen, wir finden keine mehr. Das war's. Wir werden die nicht alle finden, das ist unmöglich. Warst du schon in den Flugzeugen? Auch in den großen, die eingerichtet sind? Nee, wo sind die? Die sind zweistöckig, diese Flugzeuge. Ja, moin, Alter. Ja, natürlich, oder was? Ey. Digga, es ist unmöglich. Niemals finde ich hier irgendwo einen Spieler drin. Selbst wenn hier einer drin hängt, werde ich den ja nicht finden. Vergiss es. Jungs, Alter. A380 ist da. Ja, glaub auch. Wir finden nicht. Wir könnten jetzt so Step by Step aufdecken machen für den krassen Verstecken. Dreimal vorbei? Halt's Maul, Alter. Jetzt mal ehrlich. Wo hängt die denn? Seid mal ehrlich, im Minecraft-Chat. Ist einer von euch in diesen großen Flugzeugen drin? In diesen dreien? Nein. No, nein, nein, nein. Ihr seid doch hundertprozentig ehrlich? Okay, ist keiner drin. Wenn ich jetzt hier einen finde, der wird für immer aus dem Community-Event ausgeschlossen. Seid ehrlich. Nie im Leben finden wir die. Das ist viel zu groß hier einfach. Ey. Wir gucken halt die offensichtlichsten Sachen nicht ab. Nee, ich glaube, wir gucken gerade die offensichtlichen Sachen ab. Wir müssen ein bisschen umdenken. Lass am Spawn treffen. Tobi, die f***en uns. Die nehmen uns gerade echt hops. Die nehmen uns gerade komplett die Ehre. Gebt uns mal bitte ein paar Hinweise im Chat. Ich bin ein bisschen Holzfarben. Okay. Romeox auf jeden Fall. Auf Waldmensch angelegt. Ich mag Autos im IKEA Cup. Stein ist mein Tipp, okay. Stein, Holz und Auto. Also einer ist im Auto. Das Problem ist, Alter, wenn die sich hier irgendwie geschafft haben, ich bin mir sicher, dass irgendwo einer in einem Baum drin hängt, dann war es das, Junge. Hier drin. Guck mal, man kann vom Schild hier drauf springen. Ja, richtig. Das ist das Ding. Laster, okay, ein Laster. Nicht jeden Scheiß... Nein! Gefunden. Ehre. Gebt uns Hinweise, Chat. Digga, wir suchen hier schon eine Stunde fast. Mann, nein, die sollen uns einfach Hinweise geben. Wir finden die alle noch, ich sag's dir. Ente. Weiß nicht was. Ente. Wasser. Am Teich. Ist aber keine am Teich. Oh mein Gott, du Gachbe, Mr. Olli. Ab mit dir. Draußen am Stacheldraht. Wir suchen weiter, Tobi. Wir finden die. Ich bin auf Madeira. Das ist ein kleiner Rätsel, Tobi, die du stellen. Ich bin auf Madeira. Eine Insel also. Der ist nicht auf Madeira. Der sitzt ja zu Hause am Computer. Ich bin stehen geblieben wegen dem Virus. Der Flugverkehr. Oh mein Gott. Was denn? Komm hierher. Guck mal hier. Oh, yeah. Mr. Mobil, Alter. Geh weiter weg, Tobi. Auto. Vorne hier beim Auto. Oh! Was? Bro! Okay, ich hab noch einen. Hä, lol. Okay, nice. Wie viele Leute haben wir noch, Tobi? Wir ziehen die noch. 10. 8 Spieler noch da.
aber dann ganz flott. Nutella ist lecker, Nutella ist lecker. Da hat der Kollege recht. Vielleicht weil Auto braun oder so? Nee. Was hat Romeox für ein Skin? Okay, irgendein. Oh! Bro! Wen hast du? Insane. Oh mein Gott! Ab dafür! Ab dafür! Okay, Tobi, weitermachen! Wir ziehen die noch, Digga. Was Romeox? Das waren zwei Leute. Fettes GG für die beiden, Alter. Der Chat schreibt die ganze Zeit Zaun. Tobi fliegt den kompletten Zaun nochmal ab. Ich schwöre, da war noch einer. Ich glaube, ich habe eben einen übersehen. Zaun, okay, Chat. Wir checken den Zaun nochmal. Wir checken den kompletten Zaun. Oh mein Gott. Was denn? Hast du? Da ist jemand. Ja, ich stehe da beim Eck. Ah, Junge. Stark, Mann. Stark, stark, stark. Tower ist niemand. Tower war ich die ganze Zeit schon, Leute. Tower war ich schon. Was war ich auch hier? Schon zweimal. Tower hier ist clear. Guck mal. Hey, Junge. Wir können dir diesen Effekt geben, Tobi, dass wir dich durch Wände sehen. Wir können diesen Wallhack-Effekt geben. Wisst ihr, was ich meine? Spektral. Spectral. Ah. Ich habe noch einen gefunden. Okay, den letzten geben wir jetzt. Das sind noch 1, 2, 3 Leute genau. Den geben wir jetzt spektral, okay? Okay, das ist 6 Targets. Oh Gott, da ist einer. Warte, da warte. Einer. Ich will sehen. Ja, Bruder, unmöglich, wie der da reingekommen ist. Was? Wie sehr da hingekommen ist, Digga. Hey, warte mal, stopp, wird das gemacht? Der ist hier über die Bäume gehüpft, Digga. Guck mal, über dieses Soßding. Alter, bringelt der Busch sein Vater, Digga. Unmöglich. Weg mit dir, Junge, weg mit dir. Ich glaube, es war der heftigste Versteck. Okay, Tobi, noch 3 weitere Leute. Digga, noch einer im Flugzeug. Digga, wer ist das? Laserplayer. Ja, ja, ja. Brutales Versteck. Unter einem Gate war jemand? Der, ich hab grad gefühlt alle Gates abgeflogen. Erzähl's mir doch nicht, Chat. Da, wo du gerade erst warst. Nein, ist nicht so. Mach mir einen Clip, ich will's sehen. Bei Syntrax und Tyannix, das sind die beiden letzten. Team Bambus hat gewonnen, der glaube ich auch. Unter einem Gate Nordwest, okay. Ich und der andere jetzt auch. Zaun. Okay, Tobi, du machst Zaun, ich mach Gate Nordwest, ja? Er steht einfach unter dem Gate. Was, wo? Er steht einfach unter dem Gate. Die ganze Zeit. Scheiße, Mann. Tyannix, du bist damit Zweiter und jetzt tippen wir uns zum Letzten und zwar bei Syntrax, der wahrscheinlich hier einfach auch am Zaun steht, Digga. Der ist einfach am Zaun gewesen. Oh mein Gott, okay, bei Syntrax ist an der Stelle hier gewonnen. Chat, insanes Event, Alter, wirklich. Sehr, sehr geil, Mann. Richtig, richtig nice. Beim nächsten Mal werden wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Fettes GG. Riesiges Dankeschön an der Stelle an den Bauer. Schreibt ihm gerne auf Instagram. Und riesiges Shoutout an Tobi, das war's mit diesem wunderschönen Community-Projekt. Bei 50 Leuten halt ein Sieg. Kopf. Ich sag's mal so, wie es ist. Wir werden es auf jeden Fall noch ein bisschen steigern, Leute. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Mit einem schön eingerichteten Ikea oder sowas. Schmeckt. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hab einen Schlaganfall. Macht's gut, haut rein. Tschüss.